Der SC Paderborn hat in der zweiten Fußball-Bundesliga seinen Heimnimbus gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart kam am Freitagabend in einem turbulenten Spiel trotz einer 3:1-Führung allerdings nicht über ein 4:4, 3:1 gegen Holstein Kiel hinaus. Vor 10.035 Zuschauern in der Bentele Arena sorgten Babacar Gyökeres 1. Minute, Philipp Clement 9. und Ben Zolinski 41. für die scheinbar sichere Führung des Aufsteigers. Doch Kingsley Schindler, 7., 80. Handelfmeter, Jani Serra, 71. und Alexander Mühling, 74. drehten die Partie zunächst zugunsten des Teams von Tim Walter, ehe Zolinski mit dem Ausgleich in der 90. Minute den Ostwestfalen noch das Remis rettete. Paderborn erwischte einen Blitzstart. Schon nach 9 Sekunden nutzte Gyökeres einen kapitalen Schnitzer der Holstein-Abwehr zum zweitschnellsten Tor der Zweitliga-Historie. Am 5. Oktober 2007 benötigte Benjamin Siegert vom SVW in Wiesbaden nur 8 Sekunden zum 1:0 bei der SPVGG Greuther Fürth. Hill ließ sich durch den frühen Rückstand kaum beeindrucken, antwortete mit Schindlers Ausgleich. Doch die Defensive der Störche erwischte einen schwarzen Tag, so dass Paderborn durch Clement und Zolinski zunächst zu weiteren Treffern kam. Mit einer Energieleistung in der zweiten Hälfte drehte Kiel zunächst die Partie, ehe Zolinski den Gästen den möglichen Sprung auf Platz 6 doch noch vermasselte. Nullnummer in Sandhausen. Der SV Sandhausen und der MSV Duisburg treten im Abstiegskampf derweil auf der Stelle. Die Kurpfälzer präsentierten sich am Freitagabend gegen die punktgleichen Duisburger erneut heimschwach und kamen nicht über eine 0:0 gegen den Tabellennachbarn hinaus. 5.534 Zuschauer im BWT-Stadion sahen ein typisches Kellerduell mit wenig Höhepunkten und Torraumszenen. Immerhin verließ Sandhausen mit dem Remis vorübergehend die Abstiegsränge. Der Ex-Bundesligist holte den 8. Punkt im 5. Spiel mit Trainer Thorsten Lieberknecht und rückte auf Platz 16 vor. Mehr zum Thema: Der Revierclub ging von Beginn an mutiger zu Werke, konnte sich aber kaum Chancen gegen die aufmerksame SVS-Defensive erspielen. Das Team von Uwe Koschinat lauerte vor allem auf Kontermöglichkeiten, doch es mangelte an Ideen und Tempo im Spiel nach vorn, so dass die Partie lange dahin plätscherte. Die größte Chance zum Sieg hatte Sandhausen, aber der Volleyschuss von Corbinian Vollmann, 73., klatschte nur an die Latte. DPA